Willkommen zum Video über den Aufbau und die Funktionen der Haut, eine Frage, die sehr häufig bei Prüfungen gestellt wird. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die Haut können wir prinzipiell einteilen in eine Cutis und eine Subcutis. Subcutis heißt natürlich Unterhaut und in diesem Fall konkreter Unterhautfettgewebe. Die Cutis besteht aus der Oberhaut, das ist die Epidermis, und der Lederhaut. Die Lederhaut heißt auch Dermis oder Corium. Die Oberhaut, die Epidermis, Epi auf der Dermis, ist ein mehrschichtiges, verhornendes Plattenepithel. Die Hornschicht ist an Handflächen und Fußsohlen verdickt. Die Oberhaut teilt sich in verschiedene Schichten ein, nämlich in die Hornschicht, das Stratum Corneum, die glänzende Schicht, Stratum Lucidum, Stratum Granulosum, Stratum Spinosum und dann haben wir das Stratum Basale, die basale oder unterste Schicht. In der Basalzellschicht befinden sich auch die Stammzellen, aus denen sich die hornbildenden Zellen, die Keratinozyten, entwickeln. Diese wandern weiter nach oben und verhornen zunehmend. Während dieses Prozesses werden sie flacher und verlieren ihren Kern und werden dann eine Hornzelle. In der Basalzellschicht findet man auch die Pigmentzellen oder Melanozyten und im Stratum Spinosum, da liegen die langerhanschen Zellen der Haut, das ist Teil des Immunsystems. Die Oberhaut oder Epidermis, das ist eure oberste Schutzbarriere. Die Oberseite wird ständig abgetragen. Die erneuert sich nämlich hier von unten weg nach oben und zwar circa alle 4 Wochen. Die nächste Schicht, diese hier, das ist die Lederhaut, auch Dermis oder Corium genannt. Und hier befinden sich die sogenannten Hautanhangsgebilde, zum Beispiel die Haarfollikel, aber auch Talgdrüsen und Schweißdrüsen sowie Blut- und Lymphgefäße. Diese Schicht hat besonders viele Kollagenfasern und die Kollagenfasern halten besonders Druck- und Scherkräften stand. Mit dem Alter nimmt diese Fähigkeit ab. Zahlreiche Nervenfasern liegen hier und auch Tast- und Vibrationssensoren. Unter der Lederhaut liegt die Subcutis, das Unterhautfettgewebe. Sie dient als Kälteschutz, Energiespeicher und dient der Verschieblichkeit zwischen den einzelnen Hautschichten und den Faszien. Was sind jetzt die Aufgaben der Haut? Die Haut schützt vor äußeren Einflüssen, reguliert den Wärmehaushalt, kann aber auch vor äußeren Einflüssen abschirmen, indem sich einfach die Hornschicht verdickt oder, das merken wir im Sommer, die Pigmentbildung aus den Melanozyten schützt uns zum Beispiel vor UV-Strahlung. Epithelgewebe, die oberste Schicht ist ja ein verhorntes Plattenepithel, kann Substanzen aufnehmen, speichert Wasser, Fett und Salze, scheidet aber auch Stoffwechselprodukte aus. Die Haut ist an der Vitamin-D-Synthese beteiligt und die Hornschicht der Epidermis bildet den sogenannten Säureschutzmantel der Haut durch das Mikrobiom und hat einen pH-Wert von ca. 5,5 und schützt uns somit vor dem Eindringen von Keimen. In der Dermis liegen die Blut- und Lymphgefäße, aber auch Nerven, Muskelfaserzellen, die Haarwurzeln sowie die Schweiß- und Talgdrüsen und verschiedene Rezeptoren, zum Beispiel Kälte- und Wärmerezeptoren, Tastzellen und so weiter. Auch viele Gefäße liegen hier und die versorgen hier die Epidermis durch Diffusion, denn hier oben gibt es keine Blutgefäße. Dann haben wir hier natürlich unsere Hautanhangsgebilde, wie zum Beispiel Haare oder Nägel, und die dienen dem Schutz. Und unsere Subcutis, das ist ein Wärme- und Nährstoffspeicher, ein Polster, und hier wird Druck und Stöße werden abgefedert und die Subcutis schützt uns vor einem Wärmeverlust. Eure Haut ist ein spannendes Organ und nach dem Fasziengewebe das zweitgrößte Organ mit ca. 1,8 Quadratmetern. Es wiegt je nach Körperbau ca. 3 bis 10 Kilogramm und schützt den Körper vor Hitze, Licht, Verletzungen und Infektionen. Genauso wie der Darm besitzt die Haut ein eigenes Mikrobiom, das ähnlich wie das Darmmikrobiom Teil des Immunsystems ist und zu einem gesunden Gleichgewicht der Haut führt. Die Körpertemperatur wird unter anderem durch die Schweißbildung reguliert
oder auch durch das Weit- und Engstellen von Gefäßen. Die Haut ist natürlich ein Kontaktorgan, ein Sinnesorgan, ein Resorptionsorgan und auch ein Sekretionsorgan, zum Beispiel über die Schweiß- und Talgdrüsen. Die Haut reagiert auf diverseste Hormone, zum Beispiel auf Östrogen, Progesteron, Androgene, die unter anderem zum Beispiel die Talgdrüsen stimulieren. Die Epidermis besitzt zwar Nervenzellen, aber keine Blutgefäße und wird aus der Dermis über Diffusion ernährt. Und so kann es auch, wenn ein Ödem entsteht, zu einem Ulkus kommen, weil hier die obersten Schichten immer weiter von den ernährenden Blutgefäßen wegwandern und somit ganz schlecht nur mehr regenerieren können. Ich hoffe, ich konnte euch das spannende Organ Haut ein bisschen näher bringen. Viel Erfolg bei den Prüfungen!